Und wir gucken mal, was passiert, wenn man da halt drauf schießt. Damit ist die Waffe geladen. Achtung! Kontakt, ja? Ja. Oh! Perfekt für Abenteuer und für unterwegs, wenn es mal schnell gehen soll. Eine komplette Trinkmahlzeit hier, perfekt verpackt in einem Bottich oder auch in abgepackten Tüten. Also, wenn ihr Bock haben solltet, Link in der Beschreibung. Mit dem Code Survivalmann spart ihr noch 10%, unterstützt mich und meine zukünftigen Projekte oder bestehende Projekte. Also, ausprobieren, Link in der Beschreibung. Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge bzw. einem neuen Livestream von und mit Survival Martin. Ja, also tatsächlich wird es heute etwas gefährlich, hochwissenschaftlich. Ganz wichtig, bevor wir überhaupt mit irgendwas heute anfangen, zu zeigen, zu machen, zu tun. Bei allem, was ich hier habe, handelt es sich um frei verkäufliche Sachen. Das gilt für die Waffe, für die Granate und für auch die Rocket Launcher. Und zwar haben wir einen Education-Hintergrund, also quasi einen Bildungsauftrag zu gucken, tatsächlich, was passiert eigentlich, wenn man so eine Schreckschusswaffe auf etwas abfeuert, was unmittelbar vor dieser Waffe sich befindet. Schreckschusswaffen. Was unterscheidet eine Schreckschusswaffe von einer echten Waffe? Ganz einfach. Bei einer echten Waffe hast du einen Lauf, wo die Kugel und ein Projektil hat und draußen rauskommt und quasi Verletzungen verursachen kann. Oder sollte. Beziehungsweise den Auftrag hat zu töten. Bei einer Schreckschusswaffe handelt es sich dabei, ich weiß gar nicht, warum die eine Daseinsberechtigung hat, aber es knallt einfach nur laut. Man kann sie als Vogelschreck benutzen. Man kann einfach sie als Verteidigungswaffe benutzen, um halt jemanden sehr, sehr große Angst zu machen. Aber heute wollen wir halt herausbekommen, so eine frei verkäufliche Waffe, was richtet die an, wenn man sie halt dicht auf ein Objekt hält? Dazu haben wir heute zur Auswahl Kürbis, Wasser, ne, wir wollen mal gucken, was da passiert. Und wir haben hier drüben auch schon aufgebaut, so ein Ei. Ist halt eine Kalziumschale, ist ein weicher Kern drin. Was passiert? Und wir haben auch extra ein Stück Fleisch, macht euch keine Sorgen, dieses Fleisch wird danach nicht weggeschmissen, sondern Chris hat sich schon bereit erklärt, sich das auf eine Stunde zu spielen. Das ganze Stück Fleisch zu essen. Genau. Ja. Ich glaube, das ist Kassler oder sowas, oder? Ja, ja, genau. Wir gucken mal einmal von der Seite und einmal von der Seite, weil hier hast du sowieso eine Art kleine Haut und wir gucken mal, was passiert, wenn man da halt drauf schießt. Weil es kommt ja am Ende auch aus der Schreckschusswaffe etwas heraus. Und zwar das verschossene Schwarzpulver und der Schreck. Hier haben wir eine Wurst, kommt einfach so einem Arm sehr nah. Ja. Genau, hier haben wir schon ein bisschen was vorbereitet und tatsächlich bin ich etwas aufgeregt. Ich kann euch auch noch mal ganz kurz was zeigen. Wir haben auch zwei verschiedene Arten von Munition dabei. Und zwar haben wir hier, ich glaube, das sind 9 Schuss oder so. Ich bin mir nicht ganz, ich glaube, 9 Schuss sind hier drin. Einmal haben wir eine Variante, das ist die Titan Blank Cartridge Platzpatronen. So heißen, so sehen die aus. Und in dem anderen Magazin habe ich einfach zum Vergleich einfach normale Platzpatronen gekauft. Hier sieht man es auch nochmal, da steht es nochmal ganz deutlich, dass es sich hierbei um Platzpatronen handelt, nicht um scharfe Munition. Jetzt seid ihr natürlich gespannt, was für eine Waffe haben wir denn hier? Wir gehen mal zurück zum Tisch. Chris geht mal rückwärts. Natürlich machen wir heute auch alles unter ganz gehobenen Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, ich habe mir sogar die Splitterschutzweste mitgenommen, einfach weil ich damit meinen Torso quasi schützen will. Und einen Helm sowie Gehörschutz und natürlich auch eine projektilsichere Brille. Weil sollte da irgendwas wegfliegen, abfliegen oder sowas, dass sich niemand verletzt. Das ist natürlich Priorität Nummer 1. Und wir haben einen Feuerlöscher da. Weil wir machen ja auch natürlich auch nachher mit diesem Raketenwerfer und da gucken wir mal. Aber kommen wir nun mal zur eigentlichen Schreckschusswaffe. Die sieht so aus. Das ist das Modell Zoraki Modell 917. Hier oben steht das. Wir machen mal eine kleine Review, damit man halt auch versteht, okay, was ist das für eine Waffe, was macht die und so weiter. Optisch gesehen finde ich sie einfach richtig nice. Ich habe mir die einfach selber gekauft für den Stream heute. Ich selber brauche keine, weil ich denke, okay, wozu? Aber einfach, um es herauszubekommen, habe ich mal in die Thomas-Kiste gegriffen, weil Thomas haut hier nämlich immer ordentlich rein. Und davon habe ich einfach diese, ich glaube, die kostet 180 Euro. Also Thomas, krieg auch deinen Nacken. Danke dafür. Ich kann die mal ganz kurz zerlegen, damit für jeden klar ist, wie so eine Waffe aufgebaut. Man löst hier unten diese Sicherung. Dann zieht man den Schlitten, achso, bevor wir das natürlich machen, damit alle wissen, okay, es ist keine Patrone im Lager, ist ganz wichtig. So, jetzt ist sie natürlich gespannt, jetzt muss ich kurz abkrümmen. So, jetzt zerlegen wir mal das Ding. So, jetzt haben wir den Schlitten entfernt, machen wir schön vorsichtig, damit es ja nicht rausspringt, die Feder, und nicht verschwindet. So, dann haben wir hier einmal den Schlitten. Und dann kann man auch mal sehen, wie so eine Waffe von innen aussieht. Hast du hier das Patronenfach? Hier würde normalerweise, im Normalfall ist es bei einer echten Waffe auch exakt genauso, nur mit dem großen Unterschied. Und man sieht hier vorne, da ist so ein Dorn drin, genau. Das heißt also, klares Zeichen dafür, hierbei handelt es sich um eine Schreckschusswaffe. So, jetzt bauen wir die mal wieder zusammen, damit ihr halt einfach mal auch versteht, wie so eine Waffe funktioniert. War mir einfach mal ganz kurz wichtig, das einmal zu zerlegen. Die Waffe ist noch komplett jungfräulich, die wurde noch nicht abgefeuert, was jetzt eigentlich nicht so cool ist, weil dann weiß man immer nicht, ob sie genau funktioniert. Jetzt ist die Waffe quasi noch nicht geladen, weil es befindet sich kein Magazin drin. Das machen wir auch tatsächlich genau erst, bevor wir anfangen, den ersten Schuss zu setzen. Darum, ich krümme jetzt nochmal ab und lasse die Waffe in den Halfter verschwinden. So. Damit hat er auch auf keinen anderen Zugriff. Ganz wichtig, wir machen hier wirklich
oberste Priorität ist Sicherheit. Und das meine ich nicht als Spaß, sondern das meine ich todernst. Ehrlich gesagt, ich weiß es einfach nicht, was passiert, aber ich will es rauskriegen. Tatsächlich wirklich wissenschaftlich zu sehen, was passiert, wenn man aus kürzester Distanz mit einer Schreckschusswaffe auf einen Kürbis. Ganz wichtig auch für euch Leute da draußen, wir sind auf dem Privatgelände. Das darf man natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit machen. Ich habe hier einen Bunker gebaut und einen Shelter. Ich glaube, das macht man nicht einfach irgendwo im Wald. Also ich glaube, sollte ihm klar sein. Gut, dann gucke ich mal meine Trickkiste. Trickkiste? Tatsächlich haben wir hier eine klassische P1-Granate. Das ist eine aus dem Airsoft-Bereich. Die hat aber tatsächlich Explosionsstoff drin. Das bedeutet, die detoniert richtig. Es ist nicht so, dass die irgendwie mit einem Federverschluss arbeitet, sondern tatsächlich mit einer Treibladung. Und ich will heute rauskriegen, im nächsten Step, was passiert, wenn man jetzt so einen Kürbis hier oben aufschneidet, die da reinpackt und Kürbis umdreht. Was passiert? Ne? Also hat die so viel Kraft, dass das quasi zerberstet oder macht es nur Pum? Das kriegen wir heute auch raus. Und wir kriegen auch raus, und das ist ganz interessant, da freue ich mich auch noch drauf, und zwar haben wir hier ein klassisches Rocket Parachute, also ein Raketenwerfer im Sinne von Signalfackel. Der ist aus der Rettungsinsel. Original aus der Rettungsinsel, habt ihr gerettet, weil die haben wir ja nicht gebraucht. Und anstatt die jetzt nach oben zu feuern und einfach einen Fallschirm runtersegeln zu lassen, will ich wissen, wie viel Kraft steckt hinter so einer Mini-Raketenwerfer. Also ich ziehe quasi hinten dran und dann sollte eigentlich vorne quasi ein Projektil rausschießen. So. Und ich werde gucken, was passiert, wenn man das direkt vor einem Kürbis hält. Darum auch der Feuerlöscher, weil es funktioniert auch mit Pyrotechnik. So, gut, ich werde jetzt meine Sicherheitsbekleidung anlegen und tatsächlich heute nicht nur aus Show oder Spaß, sondern tatsächlich wirklich, weil ich mich dann auch einfach sicherer fühle. Okay. Chris, bist du bereit? Ja. Schutzbrille, ganz wichtig. Ich habe mir auch einen Gehörschutz. Ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, weil sonst höre ich mich selber nicht. Aber ich glaube, ich werde die erst kurz vorm Schuss erst aufsetzen. Helm, falls irgendwas durch die Gegend fliegt. Gut, gehen wir mal rüber zu dem Magazin. Womit wollen wir anfangen? Dann fangen wir mit dem Ei an. Von mir aus? Ja, Ei. Kein Problem. Das ist das Ding. Gut, dann starten wir erstmal die Kamera. Gut, Kamera 1 läuft. Okay, mit welcher Munition fangen wir an? Fangen wir mit der vorderen oder der hinteren an? Nee, dann machen wir mit der Standardmunition und dann probieren wir mal, wenn es wirklich nichts, ne, dann nochmal mit der anderen. Ich bitte dich um Abstand. Aber ihr müsst das mal sehen. Chris hat dieses Schild und die Brille auf. Sieht richtig gut aus. One more gut, free. Ja. So kann eigentlich nichts passieren. Absolute Sicherheit am Set, bitte. Sicherheit. Damit ist die Waffe geladen. Achtung. Abstand genug oder dichter? Ich würde sagen dichter, aber was ich alles weiß. So? Ja. Bereit? Ja. War laut. Ich hab den Druck an meinen Beinen gespürt. Glaube ich dir. Krass, also es ist einfach kaputt gegangen. Ich meine, wenn das Ei jetzt einfach runterrollen lässt, geht es auch kaputt. Ja, stimmt. Aber gut. Ich würde noch eins machen, aber richtig nah ran. Also auf dichter? Nur auf Kontakt, weißt du? Auf Kontakt quasi, okay, alles klar. Du komm schon. Komm, hast doch gerade so. Ja. Okay, bitte Abstand. Bereit? Bereit. Ready? Ja. Alter, ist das laut. Also, diesmal hast du auch Schmauchspuren, ne? Ja. Ich find's ein bisschen komisch. Ich dachte, da passiert tatsächlich mehr. Wollen wir mal auf Kürbis gehen? Jetzt sagt die meisten sagen gerade Fleisch. Okay. Kürbis wäre schon zu früh. Machen wir Fleisch. Wo am Fleisch? Da oder da? Oder beides? Das machen wir beides. Wir fangen mal hiermit an. Gut, dann bitte wieder absolute Sicherheit. Bereit? Ja. Ready? Ja. Schmauchspuren, ja, okay. Aber es ist jetzt nichts, was irgendwie drin steckt. Wir drehen mal auf die Seite. Bereit? Ready? Oha! Oha! Jetzt warst du richtig nah dran, ne? Oha, ja. Alter, das war vorher nicht so. Also, sag mal, wenn du die Hand davor hältst, dann hast du eine Hand. Ich meine, das ist Fleisch, ne? Du siehst, wie das Fleisch aufpflufft. Guck mal, wie weit das reingeht. Erschreckend. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Also hier vorne nichts, ne? Weil wahrscheinlich auch durch die Festigkeit und das Räuchern, aber hier auf dem blanken Fleisch, alter Vater. Was hältst du davon, wenn ich mal so mehrere Schüsse abgebe? So also zwei. Ich mache jetzt mal zwei Schuss, ja? Nicht, dass du zu früh abgehst. Bereit? Bereit. Ist dicht, oder? Oha. Das, Also ganz ehrlich, holy moly. Okay, ich mache nochmal einen Doppelschuss. Bereit? Alter, sorry, aber guck mal, wie tief das da reingeht. Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen erschrocken, aber ich finde gut, dass wir ein Stück Fleisch genommen haben. Ich meine, das obere können wir abschneiden. Ich bin ein bisschen erschrocken, wie heftig der Impact ist. Ich meine, du siehst ja richtig, wie tief im Gewebe quasi diese Druckwelle reingeht. Um einfach auch mal für euch auf die Gefahr hinzuweisen, ne? Das ist halt ist halt nur eine Schreckschusswaffe, sagen ja mal alle. So, ich würde auch gerne mal auf die Wurst gehen.
Was glaubst du? Ich glaube tatsächlich, es könnte sein, dass die Folie so richtig schön so aufploppt. Ja, kann ich mir vorstellen. Bei dem Druck ist halt Plastik, ne? Von daher. Gut, probieren wir aus. Kriegen wir raus. Ich gehe wieder auf Sicherheit. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Mir drückt gerade in den Ohren ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich merke, selbst ich merke den Druck hier vorne. Das ist echt heftig. Oha. Also jetzt nur mal so für unter uns Freunde, ne? Hier unten siehst du ganz gut, dass es die ersten 5 mm auf jeden Fall in die Haut reingegangen ist. Also ich möchte nicht das Ding irgendwo direkt vor mir abgefeuert haben. Und die, du siehst, dass die Folie verbrannt ist. Guck mal, die ist verschmuckt. Da kommt vorne richtig böse Flamme. Also Hitze. Weißt ja, was heute Abend zum Abendbrot gibt, ne? Chris, erstes Wasser oder erst den Kürbis? Mach Wasser. Kürbis ist ja somit das Highlight. Okay, alles klar. Beim Kürbis könnte ich mir auch vorstellen, mal so reinzustecken. So klebt Loch und dann gucken, was passiert, wenn der, wo der Druck hin soll. Naja, wieso? Wir sind ja hier in der Wissenschaftssendung. Okay. Abstand, Sicherheit, bereit? Ist leer. Ist leer. Da siehst du auch, mit Magazin leer. Aber ist nicht durch, ne? Nee, durch ist nicht, nee. Stell dir vor, du hast so einen kranken Typen, der auf dich zugerannt kommt und halt so mehrmals abdrückt oder sowas, ne? Wir nehmen mal ein neues Magazin, dann nehmen wir mal das nächste. Die Waffe ist geladen, Sicherheit. 3 Schuss in Folge, ja? Bereit? Jo. Drei Schuss in Folge. Waffe ist leer. Klingelt gut. Ich kann mir wenigstens ein Ohr zuhalten. Also tatsächlich keine Wirkung auf dickes Plastik. Ich bin froh darüber tatsächlich. Ist richtig verkohlt. Du siehst richtig, dass das heiß geworden ist hier. Das Plastik ist geschmolzen hier. Ja, das ist halt klar. Das hat sich verändert, das Plastik. Glaube mir einfach. Glaube dir einfach. Glaube mir einfach. Muss ich ganz kurz die Magazine neu auffüllen? Gut. 8 Schuss gehen hier rein in ein Magazin. Und ich will es auch noch mal ganz klar sagen, ich will hier nichts verherrlichen, ich will nicht dazu aufrufen, kauft euch Waffen oder irgendwelche Schreckschusswaffen, sondern mir geht es wirklich darum, ich wollte tatsächlich auch selber wissen, was passiert, wenn man damit halt dichter rangeht, als man soll. So, pass auf, ich lade die dafür. Damit ist die Waffe wieder geladen. Ich packe die wieder in mein Holster. Positioniere den Kürbis. So. Bist du bereit? Ja. Lärmschutz. Oh, dieser Helm. Sicherheit, bereit? Ja. Kontakt, ja? Ja. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Ah, hässlich. Oha, durch. Schade ist weg. Junge, Alter. Okay, wollen wir nochmal Referenzschüsse machen? Quasi. Nee, wir brauchen ja ein Loch, wo wir da drin stecken können, ne? Stimmt eigentlich, schießt ja. Schießt doch einfach das Loch frei. Ja, stimmt eigentlich, können wir doch machen. Lass mal einmal Abstand machen. Bereit? Abstand. Kontakt. Also, es macht einen Unterschied, ne? Ob du direkt drauf bist oder Abstand hast. Absolut. Okay, jetzt Kontakt mit Wasser. Ich bin gespannt. Kontakt und Schuss. Oh, fuck! Großartig! Ja, gut. Also, wir lernen, und das ist hochwissenschaftlich und sehr interessant auch, hast du direkt Kontakt, kann der Druck nirgendwo hin und es platzt einfach auf. Einfach komplett. Ah, Vorsicht, Wasser. Also, was lernen wir daraus? Exakt, es ist kein Spielzeug, kein irgendwas, ne, ein bisschen rumzublödeln. Wenn ihr so ein Ding habt, dann bitte behandelt es wie eine echte Waffe. Das ist mein großes Anliegen. Bedeutet, wenn jemand eine Schreckschusswaffe hat und damit richtig rumblödet, geht lieber einen Schritt weg, macht euch vom Acker, ruft die Polizei an, keine Ahnung. Ne? Also das ist ja echt richtig kacke. Vielleicht verstehe ich, das interessiert mich auch nochmal. Können wir gerne mal machen. Doch, da bin ich dabei. Das finde ich ist eine gute Idee. Vollkontakt Fleisch, Schuss 1. An der Kamera ist Zeug. Oh, Waffe ist auch dreckig. Hier, an der Kamera geht einfach wirklich Fleisch. Holy moly. Ach du Scheiße. Ich glaube, es gibt heute nur noch Gehacktes. Um Gottes Willen, bitte das jetzt nicht falsch verstehen, aber stell dir einfach vor, du hast so ein... Also, ich habe eine Grundregel im Leben, die ich festgestellt habe. Und stell dir was Doofes vor oder was Brutales. Irgendeiner hat es schon gemacht. Mich erschreckt das Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mich erschüttert das, weil wenn ich überlege, dass sich das einer an den Kopf hält oder sowas, ne? Also, nur mal zum Verhältnis. Das geht hier exakt 4 cm rein. Ich glaube, ich brauche zu dem Bild nichts mehr zu sagen. Also das,
Maja, ich zeig das mal ganz kurz, was ich vorher meinte. Wenn das Magazin raus ist, ja? Ja. Pass auf, siehst du jetzt, im Lauf ist immer noch eine Kugel. Niemals vergessen, ganz wichtig. Und natürlich auch Sicherheitsabkrümm. So, damit ist die Waffe quasi wieder... Aber ey, ohne Witz, damit ist für mich wieder, wieder ein Punkt, den ich für mich auf der Liste machen kann. Okay, ich weiß jetzt, wie verheerend das sein kann. Also, Safety first, Kasseler Tier second. Auf gar keinen Fall nachmachen, auf gar keinen Fall, auf überhaupt gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Jetzt noch weniger als vorher. Meine Güte, ich bin erschrocken. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.